So, jetzt geht es gleich weiter. Wer sich dafür weiter interessiert, kann ja noch ein bisschen mitgucken. Wir haben hier also Physis, mentale Ebene, emotionale Ebene, spirituell, energetische Ebene. Und das ist eine sogenannte mentale Landkarte, die uns unseren Weg aufzeigen kann, wenn wir wollen. Ja? Und aus diesem Moment heraus, wo ich Geschichten praktisch gesehen habe, kann ich praktisch ständig darauf zugreifen. Ja? Und das ist die Landkarte der vier Körper oder der modernen entstellten Bildung. Ich male sie nochmal auf. Habe sie schon öfters aufgemalt, aber vielleicht kennst du sie noch nicht. Also es hat sich herausgestellt in den letzten 40 Jahren der Wissenschaft, dass diese vier Ebenen Nahrung brauchen. Richtig, wie wenn unser Körper jetzt zum Beispiel Essen braucht. Ja? Sagen wir mal, da ist genug Essen drin, dann hat er da genug Nahrung erhalten. In unseren Breitengraden könnten wir sagen, müssen wir jetzt nicht verhungern. So, und hier haben wir so viel Nahrung erhalten. Das heißt also, too much, das Ding könnte ich noch größer zeichnen, als die ganze Tafel ist. Hier sind wir überfressen. In der emotionalen Ebene haben wir so viel Nahrung bekommen in unserem Leben, das ist ein kleines Herz. In der spirituellen, energetischen Ebene, wer sind wir? Was habe ich hier zu tun? Was ist meine Kraft und meine Energie? Was ist meine Berufung? Das ist auch relativ klein ausgefallen. Warum ist das so? Das erzähle ich im nächsten Video. Ciao.